Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Unboxing für euch. Und zwar hat mich die Firma Goodiebox quasi angeschrieben und mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, die nächsten 3 Monate eine Goodiebox für euch zugeschickt zu bekommen und sie halt mit euch gemeinsam oder für euch auszupacken. Und da habe ich mir gedacht, auf jeden Fall habe ich richtig Bock drauf. Ich habe schon sehr, sehr viel immer gesehen und gehört von der Goodiebox. Für diejenigen, die sie von euch vielleicht noch nicht kennen, die Goodiebox ist eine Beautybox aus Dänemark und die kommt hier immer in so einem Schubladendesign, was ich persönlich sehr, sehr toll finde, denn somit kann man die Boxen halt auch übereinander stapeln und sehr, sehr gut weiterverwenden, zum Beispiel für Beauty, Make-up, Skincare, Haircare, Zopfbänder, keine Ahnung, whatever. Und deswegen finde ich auch das Design sehr, sehr praktisch und die sieht diesen Monat so aus. Halt ein ganz dunkles Grau, würde ich sagen, mit Rosa, optisch wieder sehr, sehr hübsch. Und wie gesagt, wir haben hier einmal so ein Schubladensystem, was auch relativ gut stabil ist und nicht so wabbelig, sodass sie halt schnell kaputt gehen könnte. Ich habe hier einmal die Welcome Box März. Das heißt, das ist die Willkommensbox. Wenn du dich jetzt bei Goodiebox anmelden würdest für ein Abo, dann wäre das, was ich dir jetzt heute zeige, deine erste Willkommensbox quasi. Sie hat einen Wert von 107 Euro. Man hat immer so 5 bis 7 Beauty-Produkte dort enthalten in den Boxen. Da ist Haircare, Skincare und Make-up ist dort drin. Und sie hat immer einen Mindestwert von 70 Euro und der variiert dann halt eben monatlich. Diesen Monat sind es 7 Produkte, quasi 6 plus 1 extra. Wenn du am Ende die Box dir sichern möchtest, wenn sie dir vielleicht so gut gefällt, dann kannst du über den Link in meiner Infobox 50% quasi auf deine erste Willkommensbox sparen. Das heißt, du zahlst statt 19,95 nur 9,95 Euro plus 1,63 Euro Energiezuschlag. Und ja, wir haben hier einen guten Mix drin aus Make-up, Hautpflege und Haircare. Und ich würde sagen, jetzt legen wir aber mal los mit dem Unboxing, oder? Ich freue mich riesig. Ich habe natürlich schon einmal kurz reingelugt, um quasi euch die Einzelprodukte schon mal so ein bisschen abzufilmen. So, wie gesagt, hier ist die Schublade. Als erstes haben wir hier einmal so ein Kärtchen. Da ist auch ein QR-Code. Da kannst du dir dann den scannen und ein digitales Unboxing dir anschauen. Und dann sind einmal, knister, knister, hier die Produkte enthalten. Und ich gehe das jetzt einfach einmal mit euch durch. Und das erste, was oben aufliegt, ist ein Body Scrub. Und zwar ein Original Coffee Scrub. Das heißt, von Frank Body ist das. Ich habe schon ein Frank Body Scrub, aber in groß. Das hier ist dann quasi einmal die Travel Size. 20 Gramm sind enthalten. Ich mag persönlich Body Scrubs total gerne. Davon braucht man nicht viel und ich finde es sehr, sehr angenehm auf der Haut. Ich mache sehr gerne so ein Body Peeling einmal die Woche in der Dusche. Und das ist dann einmal dort mit enthalten. Und zwar ist das ein Exfoliator for Smooth and Glowing Skin. Das nächste Produkt, was enthalten ist in der Box, und zwar ist das ein Pinsel. Ich werde euch auf jeden Fall die Produkte halt quasi ja nochmal extra einblenden und auch die Preise dazu. Und ja, hier haben wir einen Pinsel mit enthalten und das ziehen wir jetzt einfach mal ab. Und das ist quasi ein, so ein Powder-Pinsel. Du kannst damit aber auch natürlich Bronzer und Blush dir auftragen. Der ist von Nire. Optisch finde ich, ist es ein sehr, sehr schöner Pinsel. Ich mag den Stil total gerne. Das ist ein Blush-Powder-Pinsel. Aber wie gesagt, den kannst du halt auch für Bronzer nehmen oder für Blush. Und der ist richtig schön weich auf der Haut. Und was ich auch ganz gut finde, sind diese Netztaschen. Also die haben ja irgendwie einen bestimmten Namen. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe es jetzt erst tatsächlich herausgefunden, dass man die am besten nicht wegschmeißt. Denn wenn du deinen Pinsel gewaschen hast, dann soll man einfach dieses Band da einmal wieder drüber stülpen und dann bekommt dein Pinsel oder behält dein Pinsel seine schöne Form.
Und ja, von daher schmeißt die Netzstrümpfe nicht weg, sondern zieht sie damit gerne wieder halt euren Pinsel an, wenn er am Trocknen ist. Ich würde sagen, wir bleiben bei Make-up, denn passend zum Pinsel haben wir hier auch nochmal ein Banana-Powder mit enthalten. Und zwar von der Marke Bella Pierre. Bella Pierre habe ich auch schon einiges von in meiner Schminksammlung und bin davon auch sehr, sehr begeistert. Ich finde die Produkte sehr angenehm, sehr schön. Wir haben hier ein Banana Setting Powder. Das hat halt so eine leicht gelbe Färbung. Und damit kannst du halt eben dir dein Make-up komplett setten. Ich benutze sowas aber auch einfach gerne, um so ein bisschen ja, abzupudern. Ich benutze ja sowieso nie viel Puder. Und ich finde es super, dass wir zwei passende Produkte hier enthalten haben. Worüber ich mich persönlich auch richtig gefreut habe, ist, dass hier ein Isadora Lip Desire mit enthalten ist. Und da habe ich schon einen von in meiner Sammlung, den hatte ich mir mal selber gekauft und ich mag den super gerne. Der ist total schön, angenehm weich und zart auf den Lippen und wir haben hier auch wieder eine schöne Steffi-Farbe und zwar die 73 Vintage Rose. Und ich habe irgendwie gehört, der soll so ein bisschen metallisch sein. So sieht der wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ich will mir den einfach hier mal auf meinen Handrücken aufmalen. Und ja, ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Der hat einen schönen, dezenten Farbton. Also wirklich sehr schön alltagstauglich. Und ich trage mir den hier jetzt einfach mal drüber. Ist eine schöne Farbe und so metallisch finde ich den persönlich jetzt gar nicht. Also kann man gut tragen. Ich mag die Isadora Lippenprodukte super gerne. Tolle Farbe, finde ich richtig toll, dass der hier drin ist. Weiter geht's mit ja, Skincare. Denn auch hier haben wir ein tolles Produkt, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und zwar von Balance Me, die Marke kenne ich persönlich nicht, eine AHA Glow Mask. Und ja, wir haben hier eine Exfoliation Maske mit Skin Brightening Fruit Acids, um ja, die Haut einfach ein bisschen ja, aufzuhellen, um ihr ein bisschen ja, Glow zu geben, zu reinigen und ja, für ein jüngeres Aussehen. Und man soll sie drauf lassen 15 Minuten. Und dann eben halt mit warmem Wasser abwaschen. Ich benutze solche Masken sehr gerne, also solche AHA, BHA-Masken. Sowas nutze ich immer gerne am Abend und benutze dann am nächsten Tag auf jeden Fall einen Sonnenschutz mit einem SPF von 50. Das kann ich dir da sehr empfehlen, weil das halt eben, ja, so AHA macht die Haut halt ja, lichtempfindlicher. Und gerade auch jetzt, wir haben hier heute sehr richtig schön Sonnenschein und da muss dann halt eben die Haut gut geschützt werden. Dann haben wir hier nochmal ein Haarprodukt und zwar in einer großen Flasche, 150 ml sind hier enthalten. Das ist ein Shampoo und zwar von Terre de Mar. Das ja, ist im Internet, habe ich geschaut, ein sehr teures Shampoo. Ich glaube 19 Euro soll das kosten. Ich bin super gespannt. Also ich teste ja wirklich gerne aus und um für ein Shampoo 19 Euro zu bezahlen, muss das schon echt Bombe sein. Und da bin ich richtig gespannt. Das wandert direkt in meine Dusche, teste ich, gebe euch ein Feedback. Und das Extra-Produkt, welches diesen Monat dann in der Box ist, ne, wenn du den Link in meiner Infobox benutzt, dann kannst du dir noch zusätzlich diese Haarbürste sichern. Und zwar haben wir hier eine Unwen Eco Hairbrush. Und die packe ich jetzt auch mal direkt aus. Denn ich hatte schon mal so eine Haarbürste in der Art von meinem Friseur zu Weihnachten geschenkt bekommen. So sieht die aus. Und ich hatte meine jetzt weggeschmissen. Also nach einer Zeit, ich weiß so, alle ein, zwei Jahre ist unterschiedlich, entsorge ich dann auch mal meine Bürsten und kaufe mir dann auch mal eine neue. Ne? Ja, und ich fand die super. Und die fühlt sich auch sehr schön an, die ist richtig leicht. Und was ich immer persönlich gut finde, die
passt sich hier so ein bisschen der Kopfhaut, der Kopfform an und damit kann man halt auch gut die Kopfhaut massieren. Also dafür soll die da sein und halt eben auch zum Bürsten. Also eine Kopfmassage habe ich bisher mit meinen Haarbürsten noch nicht gemacht, bin ich ehrlich, auf die Idee würde ich glaube ich jetzt auch nicht wirklich kommen. Aber an sich halt schön, ne, dass das halt hier so sich bewegt, gut der Kopfform anpasst und wie gesagt, ich hatte so eine Bürste in dieser Form schon mal gehabt, war super begeistert und deswegen freue ich mich sehr, dass da jetzt wieder eine dabei ist. Und wie gesagt, ne, wenn du da Interesse haben solltest und du dir die Box sichern möchtest, dann benutze sehr gerne den Link in meiner Infobox, denn nur über diesen Link kannst du dir zusätzlich halt als siebtes Produkt quasi die Bürste sichern. Und ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich riesig über die Produkte, ich freue mich riesig über meine erste Goodiebox und vielleicht ist ja der ein oder die andere bei euch, die das auch spannend findet, die auch Interesse daran hat und die Box mal ausprobieren möchte. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich bei euch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Muah.